Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die Alpha 17 Experimente Bild. Was ein Wort, ey. Jo, nahtlos weiter. Na? Gucken wir gleich mal, wie weit der Händler entfernt ist. Weiß nicht, warum er mir 0,0 Meter anzeigt. Soll er mir sagen, ich stehe direkt auf dem Händler oder was? Ja, und ihr seht schon, Stamina, ne? Geht jetzt maximal nur noch, was ist das? Um die 80 rum oder was? Der Rest ist schon tot sozusagen. Genau das Problem hatte ich nämlich letztes Mal auch mit dem Scheißhändler. Sie hat mir einfach nur auf der Karte markiert. Das hatte ich im Multiplayer auch. Dann habe ich irgendwie da rum und dann war die scheiß Quest weg. Hat er mir auch 0,0 Meter angezeigt. So, wo soll hier irgendwie mein Händler sein? Wie soll er mir den anzeigen? Ist doch irgendwas buggy bei mir oder was? Oder ich bin zu doof und raff's gerade nicht. Aktivieren. Quest Infinite. Ja, 0,0 zeigt er mir an. Die ausgewählte Quest kann kein Standort angezeigt werden. Geil, oder? Ja, geht immerhin 1000 XP. Ja, keine Ahnung. Genau das hatte ich im Multiplayer auch. Also, ich weiß nicht. Das ist jetzt wohl irgendwie buggy. Er zeigt mir auch oben im Kompass nichts an, wo der Händler sein sollte. Ich weiß es nicht, Leute. Bug Report. Steine sieht eigentlich schon gut aus. Ich mache mal noch eben diese eine Stufe hier. Dann sollten wir wohl so 200 haben. Das soll erstmal reichen für den Anfang. 200 Pfeile, obwohl die Zombies fressen so viel Pfeile, ey. Geht auf keine Kohort eigentlich. Aber wir können natürlich noch ein bisschen sammeln, solange wir noch unseren Schutz haben. Wir sind im Schnee, da gehen wir gleich nochmal kurz rüber. Da findest du ja ganz gut Steine, deswegen das reicht. Ich werde den Mist auch erstmal... Obwohl, warte mal. Können wir das noch herstellen oder geht das auch nicht mehr? Genau, gut. Ja, natürlich, die Neuerung, die ich in der ersten Folge noch gar nicht gesagt habe, ist hier das alte Schlörsystem, ne? Und warte, ich mache eben die Stamina weg. Dann sage ich da ein bisschen was zu. Ihr habt ja gesehen, diese ersten Plätze, die könnt ihr halt voll belegen. Boah, das ist nervig hoch 10, muss ich sagen. Hallo? Kannst du ruhig stehen bleiben? Oh, nice. Läuft wieder, läuft. Auf geht's, ab geht's. Wollen wir niemals jagen gehen? Das kommt zu mir, das Fleisch. Hä? Hier, das ist Hocke. Was noch nerviger ist. Man sieht keinen Unterschied mehr. Es ist immer noch leiser. Ihr habt unten links den alten, das alte Auge. Aber manchmal achtet man nicht aufs Auge. Aber immer wenn ihr das Auge habt, seid ihr halt quasi in der Hocke. Aber ihr habt nicht mehr hier dieses... Der Cursor ändert sich nicht mehr. Und dann denkst du dir manchmal, Alter, warum bin ich so langsam? Was ist los? Das ist einfach mal so Hocke gehen. Hier, die Leiste könnt ihr halt vollballern. Macht ihr es hier rein. Wofür Effekt oder was? So, jetzt bin ich zu schwer. Seht ihr? Jetzt bekomme ich hier so ein... So ein Buff. Moving becomes harder when you are carrying too many items in your inventory. Carry less hour or unlock more slots with a perk or other means. Ja, schön, dass wir auf Deutsch spielen und es in Englisch da steht. Ihr seht, umso mehr ihr tragt, umso langsamer werdet ihr. Umso mehr ich jetzt hier die Dinger vollballer. Hier, dann kannst du dich irgendwann gar nicht mehr bewegen. Quasi wie arg-mäßig mit Gewicht ist es hier halt einfach mit so. So, das ist jetzt Sprinten. Und wenn wir das jetzt wieder freiräumen hier. Na, also, ihr erkennt das Prinzip. Gut, hier können wir uns natürlich direkt einen Knochenklinge. Sau stark. Wie gesagt, das erste Mal, dass ich wirklich auf Deutsch spiele. Ich bin gespannt. Also müsst ihr mir verzeihen, wenn ich euch manchmal sage, ich mache mir keine Ahnung. Ein Bau oder was weiß ich was. Oder nicht von Insane rede und nicht von Era und so weiter.
Seht's mir nach, ich bin halt so. Wo ich angefangen habe mit 7 Days, gab es nur Englisch. Von daher ist das so drin bei mir. Out of Stamina. So, ihr seht ja jetzt, wie wenig Stamina wir nur noch haben. Wir können jetzt mal eben gucken. Das ist auch super scheiße gemacht. Du musst hier echt dann noch auf die Statistiken gehen. Wir haben 76 Nahrung, 77 Wasser. Der Balken füllt sich nur durch Nahrung wieder auf, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber wisst ihr was, wir testen das jetzt einfach. Scheiß da drauf. 5% mit Lebensmittelvergiftung. Auch hier steht es natürlich nur auf Englisch, ne? Gesundheit 7 dabei und Max, ja, hier seht ihr ja, Max Stamina brauchen wir gar nicht testen. Max Stamina 15 dabei. Oh, ich kann es euch ja zeigen. Wir haben 76, müsste ich mir rein theoretisch, wenn ich mir jetzt reinnagel, müsste es hier auf 91 hochgehen. Weiß ich noch nicht wirklich. Ich warte jetzt mal kurz, bevor ich schlage, sonst geht es direkt wieder runter. Okay, das waren jetzt keine ganzen 15. Ja, weiß ich noch nicht wirklich, was ich von halten soll. Das heißt, du musst halt auch ständig mit Fressen rumlaufen, ne? Also, ihr habt es ja gesehen jetzt. Wir haben 13 Uhr. Ich weiß nicht, wann sind wir gejoint hier? 7 Uhr oder was? Und in Stein wollte ich auch eigentlich gar nicht weitermachen. Ich hält. Und wir haben in der kurzen Zeit schon etwas über 20 Stamina verloren. Das bedeutet so nach einem Tag oder sowas. Ja, rennst du hier mit 30 Stamina oder 50 Stamina durch die Gegend. Je nachdem, ich denke mal, es wird auch davon abhängen, was man macht halt, ne? Jetzt körperliche Arbeit. Behaupte ich jetzt mal, ich weiß es noch nicht, aber ich habe noch nicht 4 Stunden Multi, über alles, was ich gespielt habe. Ich habe auch keine Patch-Notes gelesen, Alpha 17. Ich bin hier frisch, fromm, fröhlich, frei mal reingestartet jetzt. Weil ich einfach Bock habe, es selber rauszufinden, also. Deswegen, wie die jetzt kann schon nicht mehr labern, ey. Die zuschaut und hier schon irgendwie mehr wisst wie ich, wenn ich nicht nachfrage, sagt mir bitte nicht. Wenn ich einen groben Fehler mache, ja, könnt ihr mir gerne Hinweis hauen, aber irgendwie so. Ich möchte es halt lieber selber raus. Wenn ich irgendwie scheiße laber, verbessert mich natürlich, klar. Aber ansonsten möchte ich es selber beim Spielen herausfinden halt einfach. Weil das hat man nur in der Anfangsphase, dann ist das schon wieder vorbei bei 7 Days, ne? Habe ich natürlich den Mist, ja, ich hätte ich jetzt nochmal, ja komm, mache ich auch. Nochmal 3 Schießpulver, komm. Ich wette mit euch, ich schmeiß das Schießpulver nachher weg. Obwohl, wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen. Machen wir noch eben den Baum, noch einen Baum. Und dann können wir mal nebenbei schon mal Punkte ausgeben. Haben wir die Quest abgeschlossen. Wir haben ja 5 Stück bekommen. Aber wir haben gerade Stamina. Ich hau mal kurz drauf. Ja, wie gesagt, mit der Stamina, mit Essen finde ich irgendwie dumm. Ich weiß nicht. Das erschließt sich so die Logik her nicht. Ich meine, wenn ich Hunger habe, kann ich trotzdem noch. Das war anstrengender oder was, aber kann ich trotzdem noch genauso weit laufen, als wenn ich keinen Hunger habe. Also. Weiß ich nicht. Gut. Perks sind natürlich noch alle auf Englisch. Ist natürlich Bombe. Wichtigste aus meiner Sicht ist definitiv Intellekt. Solltet ihr als erstes ballern, so hoch wie es geht. Weil vom Intellekt quasi alles abhängt. Aber wie gesagt, ich mach da noch ein Infovideo zu, aber schon mal nebenbei, ihr seht hier Forge. Um die Forge und Eisenwerkzeug herzustellen, brauche ich Intellekt Level 4. Intellekt Level 4 kriege ich mit Level 20 erst, aber ich brauche natürlich die vorher, die 3 auch schon. Und ich kann jetzt halt schon Level 2 Zeus machen. Naja, Knüppel kann eh weg. Ja, hätte ich mir auch schenken, knicken können hier eigentlich. Macht ihr halt auch über. Und ihr seht jetzt auch, er packt jetzt gleich in die richtigen Slots rein. Seht ihr? Das ist ziemlich geil. Das gefällt mir sehr gut. Intellekt 2. You can craft poor quality items. Ist halt Stufe 2. Ihr seht, you can craft fine quality items. Also Stufe 3 könnt ihr mit Level 20 machen. Good items können wir mit Level 40. Also es gibt 6 Stufen, wie man sieht.
Mit Level 60, ich höre einen Zombie, kannst du Stufe 5 machen, mit Level 100 dann erst Stufe Lila quasi. Ah, da hinten ist er. Ich wollte doch sagen, wie du gehört, du Pfeifen. Ja, Händler scheint buggy zu sein bei uns. Keine Ahnung, vielleicht. Ja, vielleicht kriegt er sich nochmal irgendwann ein, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt noch nicht so viel mich reingelesen hier ins Dingens, ins Skillsystem. Ich finde es aber eigentlich gelungen, muss ich sagen. Klar hat man das andere, aber man hat man da irgendwann dann so sein Skill-Dingen gehabt, wie man vorgeht, aber du hast hier die geilere Skills. Du kannst dir. Komm, jetzt gehen wir nicht auf Eier, Junge, ey. Ist dein Ernst? Ich bin hier gerade was am Erklären. Und wollt ihr ganz gerne noch den Baum mitnehmen. Muss das hier zerstört? Wie ich gleich in der Luft, weil ich von der Mine latsch. Gut. Stofffetzen erstmal machen. Wie gesagt, Intellekt ist so, was ich euch empfehlen würde. Zumindest Stufe 2 direkt am Anfang zu machen, weil ihr dann einfach schon besseres Werkzeug und Waffen herstellen könnt. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie groß der Unterschied ist zwischen Stufe 1 und 2. Ansonsten würde ich euch ans Herz legen, ja, also ich mache den zumindest gerade am Anfang, weil ich dann einfach 4 Slots mehr habe, hier. Das klappt ganz gut für mich persönlich mit den Slots. Man muss halt sich von vielen relativ zügig trennen, wo ich persönlich jetzt aber auch nicht das Problem mit habe. Mag der eine oder andere anders sehen bei euch. Da könnt ihr halt Slots freischalten und ihr könnt die, glaube ich, auch erspielen, glaube ich, oder Bücher finden oder was. Ich weiß es gar nicht. So war es auf jeden Fall mal in dem Video, was mit Mo gemacht hatte. Ja, die Zombies, ihr seht, die sind noch total überbelichtet, ey. Ich weiß gar nicht, ob es noch Reifen gibt. Ne, 2 Plastik, okay. Oh, Handtasche. Ja, klar, Cash Money, ne? Da springt schon ein Zombie durch die Gegend. Ich wollte mich jetzt mit den Zombies jetzt eigentlich nicht beschäftigen, weil ich einfach mal noch ein bisschen was erklären wollte. Oh, eine Schatzkarte, nice. Und halt auch noch gar nicht Federn gesammelt habe. Ich laufe mit 13 Pfeilen, die reichen dann immer zu einem Zombie, ey. Ich nehme noch mal ein bisschen Baumwolle mit. Kann ich euch auch noch ans Herz legen. Ist super wichtig. Ich zeige euch auch gleich warum. Das Ding ist halt, wenn wir jetzt hier immer einen gelatscht bekommen würden von Zombie. Was ich euch jetzt nicht extra vorführen möchte. Und jetzt schon mehr keine Ausdauer mehr. Verliert man halt von der Gesamtgesundheit etwas. So wie jetzt mit der Stamina hier, die seht, die geht nur noch bis 60 hoch. Verliert man dann da halt auch etwas. Und das könnt ihr hiermit wieder herstellen. Ihr seht, Max Health, es heilt mich nicht, aber es gibt mir Max Health wieder 10 dabei. Bin ich jetzt also auf 76 runter, knalle ich mir 3 Bandagen rein und bin wieder, kann mich wieder auf 100 hochheilen. Der nächste, der ganz geil ist, wir haben noch 2 Punkte. Ist einmal Healing Faktor. Zumindest für mich sehe ich den als ganz geil an, weil er dir halt einfach 1 HP alle 30 Sekunden gibt. So kriegt man, glaube ich, 1 HP pro Minute oder sowas. Zumindest laut Snafu. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal ausprobieren, wenn es mal runtergeht, ob wir auch so geheilt werden. Ansonsten werde ich definitiv auf Nahkampf gehen. Bedeutet, ich werde hier 25% mehr Damage auf Kopf mit Melee Weapons, also Nahkampfwaffen. Und ihn natürlich hier 10% Stamina mit Nahkampfwaffen. Ich werde aber hiermit anfangen und ich werde mir auch den... Gönne ich mir den Healing Faktor?
Hier ist natürlich auch noch ganz geile Headshot und so, aber wir haben jetzt eh noch keine Schusswaffen. Und wenn wir welche finden, haben wir halt auch nicht so viel Moon, dass sich das lohnt. 60% Chance for Power Attacks to knock Foos back down. Ich teste das mal an. Ich hätte sonst eigentlich erst den Stamina genommen, aber ich werde dann eh mit rechts, also mit Power Attack zuschlagen im Nahkampf. Okay, ich mache nur einen Baum. Dann machen wir uns schon mal ein paar Spikes. Ich weiß, ich wollte eigentlich keine machen. Ich mache jetzt mal, weil ich so viel Holz habe, ich mache einfach mal 10 Scheiß drauf. Ja, ihr könnt mir natürlich zu den Perks gerne was schreiben. Wie ihr da vorgeht oder so. Ich habe mich jetzt noch nicht ganz so genau mit beschäftigt, weil jetzt halt durch die 4 Stunden zocken. Aber ich denke, gerade Intellekt ist, ja, ne, ist wichtig. Und je nachdem, das ist ja, was ich meine, was ich geil finde. Du kannst dich halt jetzt echt so spezialisieren, ne? Wenn du meinst, du bist mehr der Nahkämpfer, gut, jetzt musst du natürlich auch wieder warten. Du musst dann auf Strength gehen. Wie ihr seht, brauchst du Level 3. Ich denke mal hier auch. Ja. Aber man kann sich halt mehr mehr individualisieren. Ich meine, konnte man vorher auch schon, aber das hat immer nur ein Perk gehabt pro. Was eigentlich hier, na, ihr wisst selber hier, wie hieß er? Pummelpiet. So, aber du kannst jetzt noch mehr hier dich spezialisieren. Na, dann hast du hier nochmal mit schweren Waffen. Hier hast du dann extra für Klingen. Also wenn du mehr so der Macheten- und Messermann-Typ sein willst. Und ja. Klar gab es da auch schon immer Spezialisierung. Aber man kann das jetzt halt ein bisschen feiner spezialisieren. Und du hast halt coolere Boni, wie ich finde. Ich meine, der Vorteil ist, dass es ja nicht viel Loot gibt. Wenn man alleine spielt, kriegt man den Loot komplett. Nichts gegen euch, Kollegen, ne? Ich spiele gerne im Multiplayer, aber hier ist natürlich kein, der dir irgendwie auf Eier geht. Der den Müll weglootet und Nester weglootet und sowas. Hier ist alles meins. Ja, das erste, was ich natürlich ändern werde, Airmod, können wir ja auch schon mal ein bisschen drüber. Ja, mit dir möchte ich mich jetzt gar nicht anlegen. Nester! Das ist das erste, was ich einstellen werde. Die Nester müssen verschwinden. Nervt mich tierisch. Dass ich nicht weiß, ob das Ding schon gelootet. Ich meine, jetzt hier ist nicht ganz so schlimm. Ich glaube, so am Anfang, wir laufen ja dann eh gleich erstmal. Schön ist natürlich auch, wir haben einen Street hier. Da können wir gleich einfach mal ein bisschen Kniegas geben. Schade ist, dass es hier nicht mehr so die Stümpfe gibt. Aber ihr seht im Schnee. Geht's ganz gut, so steinemäßig, ne? Ich meine, das war schon immer so. Auch Nester, aber sieht man hier. Bombe quasi. Können auch schon mal direkt Eros anschmeißen. Was ist los? Und zeigt mir jetzt die Pfeile nicht eher an? Mann, Mann, Mann. Watt 26. Ich auch erstmal wegknallen. Warum nur 26? Habe ich nur 26 Federn durch dieses ganze Neste geloote? Krass. Jetzt eigentlich schon ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Oh, guck dir an, wie viele Steine du hier mitnehmen kannst. Hallo Hasi, alles klar bei dir? Kannst du mal aufladen? Mann, du warst so schön ruhig, ey. Ja, ob das mit dem Reinzoomen was bringt, weiß ich auch nicht. Nächste Neuerung. Hey, ich kann meinen Pfeil mitnehmen. Aber auch nicht jeden Fall. Die Massen gehen kaputt. Gut, die muss man aufschlagen, glaube ich, ne? Probier's mal aus. Wir bekommen auf jeden Fall Holz. Aber das sollen wohl so die neuen Stümpfe sein. Im Gegensatz zu den alten. Aber looten kann ich hier nichts jetzt. Und da ist auch nichts drin irgendwie. Keine Ahnung. Soll man wohl Honig kriegen, oder was? Ah, ich sag ja, steintechnisch ist das hier schon geil. Guck
Vom einen probieren wir mal noch. Ja, und ihr seht jetzt ja, ne, Max Stamina ist schon für den Arsch. Wir haben 18 Uhr. Ich weiß nicht, ob es so ist oder ob sowas. Ja, jetzt haben wir Honig gekriegt. Ihr seht, man kriegt also Honig raus. Hilft er immer noch gegen Infektionen. Max Stamina gibt er Health. Food Poisoning 0. Honig ist eines der Wunder von Mutter Natur. Er stellt nur nicht nur Ausdauer wieder her und erhöht, erhöht dein Wohlbefinden. Er kann auch das erste Stadium einer Infektion heilen. Gut, es geht also immer noch. Ja, 18 Uhr ist jetzt ein bisschen problematisch. Also so eine Brücke einfach bauen scheint nicht mehr so zu klappen. Je nachdem, welche Zombies kommen. Du hast halt ein paar, die auch immer noch unter dir rumeiern. Aber du hast halt auch welche, die auf die Blöcke schlagen. Was natürlich scheiße ist. Aber ich komme hier gerade irgendwie nicht weg, weil die ganzen Steine hier liegen. Und ihr habt ja gerade gesehen, wie nervig das am Anfang ist, auf Steine rumzukloppen. Und hier kannst du mal eben zack, zack durchziehen. Nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt Richtung Straße. 19 Uhr gleich, wa? 18:35, ja, sehr gut. Zombies spawnen auch immer mehr. Dann gucken wir mal, dass wir eine Hütte finden. Aber bevor wir das machen, Leute, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ich konnte wenigstens ein paar Infos geben. Habe jetzt auch noch nicht so viel gespielt, aber ja, wie immer, ne? Wenn ihr was zu meckern habt, wenn ihr Lob habt, haut es in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Alles andere sehen wir in der nächsten Folge. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann, haut rein. Ciao!